Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon, hier in der Stadt der Illusionen. Und wir hatten hier zuletzt mit Al-Shamandal gesprochen. Hey, ja, genau, du, komm her und hilf mir sofort. Ja. Ah, ich habe jetzt vergessen, wie seine Stimme war, zuletzt im Part. Ja, du, wer sonst könnte ich meinen? Ich brauche jemanden, der meine Blumen bewässert und nicht einen dummen Nichtsnutz. Selbst bewässern. Mach's doch selbst. Ich bin nicht hier, um Blumen zu bewässern, sondern um herauszufinden, was dieser Welt sonst zu schaffen macht. Oh, tut mir leid. Dann ist das natürlich etwas anderes. Du gehörst zu diesen Helden, richtig? Das sind gute Neuigkeiten. Wie kann ich dir helfen? Okay, keine Ahnung, wie gesagt, seine Stimme war. Ist jetzt auch egal. Weil wir wollen uns hier weiter umschauen. Da ist so ein Leuchten. Dann denke ich immer, da ist irgendwie vielleicht doch eine Kiste. Mit dieser coolen orientalischen Musik geht es weiter. Ich glaube, ich wollte aber zuletzt auch mit ihm reden. Wir hatten mit ihm noch gar nicht geredet. Das war der andere. Ach, meine geliebten Pflanzen. Ja, was kann ich für dich tun? Okay, dann Reichenviertel. Was kannst du mir über das Reichenviertel sagen? Dass es bald nicht mehr so reich sein wird. Die Taugenichtse von unten aus dem Armenviertel, die ganzen niederen Tätigkeiten verrichten, revoltieren. Wie könnten sie es wagen? Wie können sie es wagen? Okay. Würdest du mir bitte sagen, wo der Tempel ist? Auf dem Kopf der Heiligen Skarbes. Ist der ideale Ort für Gebete und Rituale. Findest du nicht auch? Aber nee. Dann war das der Orange, mit dem wir geredet haben. Ich wollte mit dem Blauen reden. Auf jeden Fall wollte ich mit irgendeinem reden. Was willst du, Schergen des Tyrannen? Ja, ich lasse es einfach mal, weil wenn die hier alle irgendwie... Nee. Soll ich jetzt seine Sachen bewässern oder nicht? Also kannst du mir was Reichenviertel, Leben, Wohlhand und einfach so eine Persönlichkeit, wer herrscht nämlich Schatten, das ruhig wörtlich nehmen. Ja, okay. Was ist jetzt mit ihm? Machen wir nicht? Bin ein bisschen irritiert, dass ich diese Quest jetzt nicht annehmen kann, seine blöden Sachen zu bewässern. Aber vielleicht kommt das ja noch. Okay. Wüsste halt gerne, wo ich die überhaupt bewässern kann. Aber sie will ja auch irgendwie nicht. Oder habe ich das jetzt angenommen? Ich sehe es nur nicht. Geschichte. Kommunikationsproblem. Geh zum Tempel. Okay, dann müssen wir das wohl erstmal machen. Dann gehen wir erstmal dahin. Ich fliege mal hier nach oben. Hol mir mal eine Übersicht. Uiuiui, wer sind die drei da unten? Sie sind es, beim König der Djinn. Ich bin am Ende. Seht an, meine Freunde, das Glück ist uns heute hold gewesen. Wen haben wir denn da? Unseren Dieb, mach dich bereit, das Tausendfache dessen zu bezahlen, was du gestohlen hast, du elender Hund. Was ist denn da los? Wer sind diese Leute? Warum nennen sie dich einen Dieb, Selim? Das sind Räuber. Sie greifen Reisende an und rauben sie aus. Ich habe mich in ihr Versteck geschlichen und dort dafür gesorgt, dass ihre Beute etwas gerechter verteilt wird. Aber sie haben mich dabei ertappt. Der diebische Djinn ist auch noch ein Lügner. Er hat uns ehrliche Händler bestohlen. Wir werden schon für Gerechtigkeit sorgen. Ich flehe dich an, Fremde. Du musst mir glauben. Diese Gestalten sind kein Händler. Sie sind Räuber und Mörder. Ich habe nur von Dieben gestohlen. Okay, ich glaub ihm mal. Auch wenn du nicht hättest tun dürfen, was du getan hast, kommen mir diese Kerle nicht ehrlich vor. Ich werde nicht tatenlos dabei zusehen, wie sie dich einfach so angreifen. Vielen Dank, Alexis. Das werde ich dir niemals vergessen. Wir werden nicht zulassen, dass sie dir etwas antun. Ich weiß nicht warum, aber ich vertraue ihm einfach mal. Wir machen das einfach mal. Wir haben schon lange nicht mehr gekämpft. Unser Asiel hilft uns dabei. Sehr gut. Die sind natürlich... Ja, es sind aber Dieb. Also es sind wohl Diebe. Wenn das da steht, dann sind sie es ja wohl. Oder wird das jetzt nur angezeigt, weil wir es denken? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es sind wirklich Diebe. Oder? Ich weiß es doch auch nicht. Die sind aber echt nicht ohne, muss ich sagen. Nova. Okay. Tornado bitte einmal. Oh,
der eine wenigstens drauf. Wieso kämpft der eine eigentlich nicht mit uns? Das ist voll doof. Der soll uns mal helfen. Gut, dass er ausgewichen ist. Der Asi muss jetzt aber echt mal was kriegen. Der kriegt mal einen großen Heiltrank. Und greift mal mit Stärke an. Der Drache. In dem Falle. Oh, Blitzfelsen. Komm schon, Asiel. Jawoll. Der ist schon mal dran. Vielleicht mal irgendwie Geschosse eher machen und Angriff. Nee, das wirkt auch nicht so viel. Also sie ist da drinnen ja nicht so stark, aber ich glaube, die Magie hilft mehr. Inferno. Sehr gut, die brennen beide. Das finde ich gut. Nova. Und elektrische Ladung danach. So, wir hauen den Tornado drauf. Ausgewichen leider. Die Diebin. Oh, das Feuer setzt denen aber ordentlich zu. Das finde ich gut. Mehr als teilweise unsere Angriffe. Ja. 43. Normaler Angriff ausgewichen. Und der letzte Angriff. 25. Nee, die Maki hilft mir. Jetzt noch ein bisschen Feuer hinterher, weil sie brennt. Und weg ist sie. Ja, das Drake-Feuer ist schon ordentlich gut dabei, aber Asiel macht mir wieder ein bisschen Sorge. Ja. Können wir eigentlich den Drake wieder beleben oder geht das nicht? Kann man den wiederbeleben? Gegenmittel? Nee. Dann werden wir wohl weiter hier zu zweit kämpfen müssen. Schade, dass er auch nicht mehr brennt. Position, Gegenstände. Nö, defensiv, heilendes Licht. Und elektrische Ladung. Nochmal heilende Welle, genau. Und das war's. Erfahrung 450. Fertigkeitspunkte bekommen. Der arme Drake. Tausend Dank, meine Heldin aus einer anderen Welt. Ich werde niemals vergessen, was du für mich getan hast. Dein Mut ist wirklich außergewöhnlich. Es war mir ein Vergnügen, dir zu helfen, vor allem angesichts der Tatsache, dass diese Kreaturen Mörder waren. Ich hätte niemals geglaubt, dass Gesandte des Königs so freundlich sein könnten. Warum zweifelst du daran? Der König hat sich nie wirklich für uns interessiert. Wir haben mehrfach Petitionen eingereicht, weil sein Wunsch nach Isolation uns in große Gefahr bringt. Doch er hatte nur Verachtung für uns übrig. Seine Antwort lautete stets, dass er der König sei und wir armen Narren aus einer fremden Welt zu schweigen hätten. Ich zeig mal Verständnis. Ich verstehe. Ich stehe in deiner Schuld. Wenn du willst, dass ich dich begleite, werde ich deinem Wunsch entsprechen. Okay, dann werden wir mal... Ich werde mal den Asiel ersetzen. Asiel, warte bitte beim Spiegel auf mich. Du bist raus. Wir nehmen den neuen. Alexis, wenn ich mir ansehe, wie du jedem hilfst, dann begegnest... Dem du begegnest, geht mir wahrlich das Herz auf. Bitte erlaube mir, dir als Zeichen meiner Hochachtung auf Bewunderung für dich dieses bescheidene Geschenk zu übergeben. Vielen Dank, Selim. Das ist sehr nett von dir. Ach, wie cool. Verbessertes Heils... Oh, jetzt habe ich das weggemacht. Verbessertes Heils sind. Wie cool. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wahrscheinlich die Resistenzgeschichte hier? Oder what? Nee, das ist wahrscheinlich noch was Altes. Resistenz. Resistenz.
Haben wir davon eigentlich alles voll? Nein. Feuer verbessert, Luft in... Wie blöd. Resistenz? Resistenz. Also man hätte jetzt eigentlich... Fehlt eigentlich nur noch das Armband, aber das war schon... Hatten wir es nicht vorher schon fertig? Und dann gibt es ja aber auch noch die verbesserten Geschichten. Resistenz verbessert. Luft verbessert, Wasser verbessert, Heilung verbessert. Da bin ich echt überfragt. Wollen wir mal wieder die Geschichten hier mischen? Dann nehme ich hier mal das Blatt auf den Kopf. Und, sie ist eigentlich aber besser, wenn sie bei Luft bleibt. Wir bräuchten mal Luft verbessert, ganz ehrlich. Weil... Luft verbessert, hier. Das wäre ziemlich cool. Stiefel, Luft... Dann bleiben wir da mal bei Luft. Und suchen mal und hoffen mal auf Luft verbessert. Das wäre nicht schlecht. Hier gehe ich auch noch wieder auf Luft. Überall, wo ich jetzt Luft verbessert habe. Das wäre cool. Heilung verbessert. Ja. Nee, dann habe ich ja nur einen Luft verbessert. Das lohnt sich nicht. Dann bleibe ich bei meinem Outfit. 5 von 5. Und, mach mal... was mache ich denn mal besser? Wucht mache ich mal besser. Upgrade. So. So. Das habe ich verbessert. Er ist jetzt bei uns hier, der Selim. Der Asien wurde ersetzt. Was ist mit unserem Drachen? Der müsste jetzt eigentlich wieder fit sein, glaube ich. Und jetzt gehen wir mal hier weiter. Gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Hallo. Mit Wüstenelfenpriesterinnen sprechen. Sei gegrüßt, Alexis. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, Priesterin. Ich habe die Weihe zur Hohepriesterin der heiligen Skarabäus noch nicht empfangen und kann dir deswegen nur bedingt weiterhelfen. Aber ich werde es versuchen. Okay. Was kannst du mir über die Hohepriesterin sagen? Sie hat eine große Verantwortung zu tragen, denn sie ist diejenige, die mit dem heiligen Skarabäus kommuniziert. Im Moment scheint es aber so zu sein, dass lassen wir das Thema besser. Aha. Ich habe die Weiß... Ja. Was weißt du über den heiligen Skarabäus? Unsere heilige, allmächtige Gottheit trägt die Stadt der Illusionen auf ihrem Rücken durch die Wüste. Ihre Weisheit und Gnade kennt keine Grenzen. Okay, dann schau. Ja, gut. Was mit euch? Mit Wüstenelfen Hohepriesterin sprechen. Ist da noch eine? Ja, die. Ist das dieselbe? Bin ich im Kreis? Nee, das ist eine andere. Fragen. Ja, die hat die Weihe auch noch nicht bekommen. Sagen die beide dasselbe? Tempel. Was ist das für ein Tempel? Dieser Tempel wurde zu Ehren unserer Gottheit, dem heiligen Skarabäus, errichtet. Unsere Stadt befindet sich auf dem Rücken dieser Gottheit. Und im Tempel beten wir zu ihr, um für all ihre guten Taten zu danken. Und um für eine sichere Reise zu bitten. Okay. Sei gegrüßt, Fremde. Ich nehme an, du bist gekommen, um dem heiligen Skarabäus zu huldigen. Wie kann dir eine Hohepriesterin bei deinen Gebeten helfen? Fragen. Gern lassen wir dich an unserem Wissen teilhaben, ich höre. Was weißt du über das Reichenviertel? Es ist das Handelszentrum der Stadt, wo Reisende ein- und ausgehen, Verträge unterzeichnet werden, ein reger kultureller Austausch stattfindet und vieles mehr. Sprich, hier pulsiert das Leben und von hier aus werden die Geschicke der Stadt gelenkt. Ich finde das echt cool, wie die aussehen und dass das so auf orientalisch alles gemacht ist. Sehr cool. Ja, tschüss. Nee, da war noch was. Mit dem heiligen Skarabäus reden. Werte Priesterin, ich bin gekommen, weil man mir gesagt hat, dass ihr mit dem heiligen Skarabäus kommunizieren könnt. Wir haben bereits mit ihm gesprochen und er hat uns seinen Zorn geschildert. Eine schlimme Sünde wurde begangen und solange sein Zorn nicht besänftigt wird, gräbt er sich weiter im Sand ein, um uns zu bestrafen. Was genau ist geschehen? Der Sphinx hat schändliche Worte gesprochen und behauptet, dass unser Orden keine Daseinsberechtigung hat, weil unser Gott kein Gott sei. Und jetzt hat er seine abscheulichen Gerüchte in das Armenviertel getragen, wo man gegen uns aufbegehrt. Du musst die Bewohner wieder zur Vernunft bringen und diesen Frevler seiner gerechten Strafe zuführen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wenn Alexis doch nur auf ihren bescheidenen Diener hören würde, diese Leute sind bettelarm und gegen sie zu kämpfen würde ihr Leben auch nicht besser machen. Wir sollten sie auf andere Weise besänftigen. Okay. Vielleicht hast du recht, gehen wir und reden mit ihm.
Ich habe so viel gelernt an deiner Seite, nicht nur über die Welt um mich herum, sondern vor allem über mich selbst. Und jetzt glaube ich, bin ich bereit, einen neuen Zauber zu erlernen. Was würdest du vorziehen? Sandsturm oder Feuersäule? Ich möchte, dass er einen Sandsturm macht, weil wir haben ja schon Feuer mit unserem Drake. Sandsturm kommt mir nützlicher vor. Okay, dann macht er das einfach mal eben. YOLO. Und wir können hier rausfliegen. Was ist hier Schönes? Finden wir hier Dinge? Kisten? Zeug? Komm schon, ich will was finden. Wie ärgerlich. Na gut. Vielleicht dann doch nochmal da gucken. Aber da kommen wir her. Nix. Wirklich nix. Gehen wir mal nach oben. Ah, Kiste. Sehr schön. Was haben wir hier? Verbessertes Eisenset. Ich will aber eigentlich kein doofes Eisen. Ich will doch anderes. Aber es macht Spaß, hier rumzufliegen. Weil man weiß ja nie, was man hier so findet. Ich freue mich schon auf seinen Sandsturm. Mit wem reden wir hier? Antiquitätenhändler Kunibert. Ich wünsche dir einen guten Tag, edle Kreatur. Möchtest du einen Blick auf einige meiner Antiquitäten werfen, die ich hier in meinem bescheidenen Laden anbiete? Nein, danke. Ich bin nicht gekommen, um Antiquitäten zu erwerben, sondern um eure Stadt zu retten. Gut, dass ich ein hehres Ziel weiß. Wie kann ich dir helfen? Gobedick. Du bist nicht zufällig der Cousin von Gobedick, oder? Er würde gerne wissen, wie es seinem Cousin geht. Er macht sich große Sorgen. Gobedick, natürlich. Er ist einer meiner vielen Cousins. Was gibt es Neues von ihm? Oh, er hat auf mich einen ziemlich besorgten Eindruck gemacht und wollte wissen, was du so machst. Ich werde ihm sagen, dass es dir gut geht und ihm Grüße von dir bestellen, wenn ich wieder auf der Insel Avalon bin. Großartig, ja, richte ihm meine besten Grüße aus und wer weiß, vielleicht sind die Spiegel eines Tages wieder intakt und ich kann ihn besuchen. Das ist süß. Reichenviertel, was kannst du mir über das Reichenviertel erzählen? Von diesem Ort träumen die armen Seelen, die in den unendlichen Weiten des Wüstensands verloren sind. Man sagt, dass unsere Welt den ausgetrockneten Reisenden erscheint, sobald vor lauter Durst der Fieberwahn einsetzt. Die Stadt soll in der frühen Menschheitsgeschichte anders ausgesehen haben, aber seit Scheherazade hat sie wohl ihr jetziges Erscheinungsbild. Wer ist Scheherazade? Sie war eine herausragende Erzählerin, die so viele Geschichten kannte, dass sie Nacht um Nacht bis zum Ende aller Zeit damit hätte füllen können. Heutzutage scheiden sich die Geister, ob sie ein Mensch oder eine Wüstenelfe war. Scheherazade, das sagt mir auf jeden Fall auch was. Nicht nur, dass es da eine Kinderserie früher gab, nein, es ist halt aus Tausend und eine Nacht und ich mochte die Geschichte immer sehr, sehr gerne. Wie Scheherazade halt die Geschichten erzählt, damit sie selber auch nicht getötet wird. Sphinx. Ich suche den Sphinx. Unten im Armviertel solltest du fündig werden, aber du brauchst die Hilfe der Bewohner des Viertels, denn er erscheint nie denen, die ihn sehen wollen. Okay. Ich glaube, das war's. Auf bald. Das ist ja schön. Da haben wir den Gobedick gefunden. Hier sind die anderen. Hier können wir unsere Leute tauschen. Ach, da ist ja sogar die Amareta, oder wie sie nochmal hieß, dabei. Die ist da auch sogar noch. Okay, hier ist aber anscheinend nichts. Da sind die Spiegel und hier können wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist hier das Armenviertel oder wie oder was? Hier bin ich nach oben geflogen, da kommen wir her. Na, dann ist das hier noch nicht richtig. Vielleicht mal da lang? Da sind wir noch nicht lang. Hallo, wer bist denn du? Sindbad. Hallo, du bist neu hier, oder? In der Tat, mein Name ist Alexis und ich... Alexis, der Name klingt ja hustig. Du scheinst nicht hier aus der näheren Umgebung zu sein. Ich bin Sindbad. Freut mich, dich kennenzulernen. Sag mal, du hast dich zufällig eine abenteuerliche, draufgängerische Aufgabe für mich, oder? Ich fühle mich so nutzlos, weil ich hier nur herumstehe, während sich die Stadt in einen Trümmerhaufen verwandelt. Was kannst du mir über das Reichenviertel sagen? Um ehrlich zu sein, hier ist es manchmal ganz schön langweilig. Okay. Hatten wir ihn nicht sogar schon mal? Ich suche den Sphinx. Weißt du, wo er sich normalerweise herumtreibt? Klar, man sieht ihn oft im Armenviertel. Weißt du, wo das ist? Ich meine damit die Gegend unterhalb des Reichenviertels. Gut. Ja, irgendwie komme ich immer schnell durcheinander, ob wir jemanden schon hatten oder nicht. Aber ich glaube, das ist normal bei den ganzen Figuren. Und vor allem, wenn man sie alle selber sprechen muss.
Ah, Kiste. Verbessertes Wasserset. Das lese ich natürlich gerne, weil das würde ich auch tragen, wenn ich es voll hätte. Wobei wir halt immer noch, wie gesagt, nur mit Tornado kämpfen und ich das bisher nie gecheckt habe, warum man das nicht ändern kann. Aber naja, vielleicht ist das auch normal. Ja. Da war übrigens eigentlich gerade so ein Füchschen. Und ich finde es schade, dass ich den jetzt verpasst habe. Weil ich zu doof bin, mir den Weg hier zu merken. Flieg mal einfach hier so lang. Ah, hier sind wir wieder. Okay, wo bin ich lang? Ich war... bin bei ihm und dann bin ich doch eigentlich hier weiter. Vielleicht komme ich dann nochmal dahin. Da oben ist auch noch einer, oder? Da steht doch jemand. Ach, wer ist sie denn hier? Wieder so eine Morgiana. Ah, was willst du von mir? Beruhige dich, sei still. Ach so, weil sie das eher so... Ah, was willst du von mir? So sagt. Immer mit der Ruhe, ich will dir nichts tun. Was willst du von mir? Ja, immer noch. Ich würde dir gerne ein paar klitzekleine Fragen stellen, wenn es dir nichts ausmacht. Meinetwegen, aber beeil dich, ich habe nicht alle Zeit der Welt. Was weißt du über das Reichenviertel, unsere beliebteste Frage in diesem Part? Über das Reichenviertel? Bah, hier leben nur nutzlose, senile alte Schwachköpfe und verwöhnte Kinder. Ihre Dekadenz stinkt zum Himmel. Das sind alles Opportunisten und Verbrecher. Wärst du so nett und würdest mir bitte sagen, wo ich den Sphinx finden kann? Angeblich hält er sich häufig im Armenviertel auf, aber er ist nicht leicht zu finden. Wir sind uns ziemlich ähnlich. Er kann es nämlich auch nicht leiden, wenn einen die Leute dauernd belästigen. Okay, danke für die Geduld. Ah, ja. Dann gehe ich mal weiter da lang. Da geht's nicht lang. Wo war denn der? Ich habe den doch oben gesehen gerade schon. Bin vorbeigeflattert. Vielleicht sollte ich mal... Da vielleicht? Ah, genau, da ist er doch. Hier wollte ich nämlich auch hin. Da ist nämlich der Sinbad und hier oben ist er doch. Hallo. Nee, das ist... Da ist doch kein... Das ist so nicht der Sphinx. Das ist ein Wüstenfuchs. Aber der ist voll süß. Voll putzig. Wow, wow. Dieser junge Wüstenfuchs ist wirklich niedlich, aber sein Gesichtsausdruck ist so traurig, dass man fast Mitleid mit ihm haben könnte. Oh, ist der süß. Wir gucken uns weiter süße Sachen an im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon, Leute. Bis dann!